Hi und willkommen zu einem neuen Video aus der neuen Wohnung. Wir sind endlich da und haben jetzt schon so viel gearbeitet die letzten Tage. Ich werde euch jetzt gleich mal ein paar Einblicke zeigen vom Umzug, vom Streichen, also Ausmalen, alles Mögliche. Seht ihr jetzt einfach mal und anschließend gibt es jetzt dann noch mal eine kleine leere Wohnungstour, bevor dann heute müsste es passieren, alle Möbel schon reinkommen. Also wir werden noch... Danke. Wir werden nochmal richtig putzen, ein paar Sachen müssen wir noch streichen und dann fährt Sascha schon mit dem Umzugswagen, gell? Mhm. Und dann wird heute schon richtig viel reinkommen. Genau, aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Einblicke vom Umzug. Das habe ich schon gepackt. Das sind einfach auch so Sachen, die ich jetzt in nächster Zeit oder wir in nächster Zeit nicht mehr brauchen. Ganz viele Prozis, Snacks, Vorratssachen. Und was haben wir hier noch? Das sind Erinnerungen und so Kamerazeugs, so Equipment. Also das ist schon mal fertig und das sind schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kartons, also mit dem Bad 9, sind schon gepackt. Hier in meinem Büro habe ich eine Kiste gepackt, eigentlich die auch noch, das sind alles so, ja, meine ganzen Bürosachen. Oh ja, die liebe ich, diese Polaroid-Kamera, das sind alles Kerzen und so Sachen. Also das Regal, seht ihr, ist schon sehr, sehr leer geworden. Hier sind noch ein paar so Sachen. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich den ganzen Schmuck transportiere. Ich habe ihn schon mal aussortiert. Also vielleicht in irgendeinem Zip-Sackerl. Also das ist Stand der Dinge, Dienstag, 28. April. Ich finde, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Also es ist echt schon einiges eingepackt. Einfach die ganzen Sachen, die man eh nicht mehr braucht, die Tage. Und das sind wirklich viele Sachen, wenn man sich das mal überlegt. Da kann man echt schon viel verstauen und verpacken. Ja, aber ich halte euch am Laufenden. Wir sehen uns irgendwann mal wieder, glaube ich. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Heute ist unser letzter Tag. Wir dürfen nämlich jetzt schon einen Tag früher als geplant hinein. Jetzt haben wir dezent ein bisschen einen Stress. Also wir möchten jetzt einfach alles so schnell wie möglich einpacken. Und ich bin jetzt da gerade im Kleiderschrank, habe hier schon meinen Reisekoffer bereit. Das ist ja der Tipp, dass man sich für die Tage, wo man jetzt dann siedelt, einfach einen Koffer zusammenpackt mit allem, was man braucht. Da werde ich jetzt mal alles reinpacken und dann die ganzen Kleidungs-Sachen abhängen. Beziehungsweise ich schnappe mir die einfach so und hänge sie einfach so irgendwie in den Karton rein. Und die Schubladen ziehe ich einfach raus, dann braucht man sie auch nicht ausräumen. Ja, was mache ich jetzt mal? So, erste Kiste wäre gepackt und es sieht immer noch gleich voll ausgefüllt. Ich sag's euch, ich bin gerade so erledigt. Also das habe ich jetzt schon mal. Aber es nimmt einfach gefühlt kein Ende. Eine Ewigkeit später. Ja, das war schon so der erste Start mit den ganzen Kisten packen und jetzt stehen wir schon da. Ich stehe jetzt schon in unserer neuen Küche. Also hier, ja, haben wir alles Fenster. Das ist, glaube ich, recht cool, wenn man so kocht. Da werden schon die ganzen Steckdosen gewaschen. Und ja, das ist so der Küchenbereich. Dann ist hier dann Saschas und auch mein Reich, aber auch vor allem Saschas Reich. Hier ist das Badezimmer, hier ist das Klo. Hier haben wir noch eine kleine so Abstellkammer. Mal schauen, was alles reinkommt. Waschmaschine und so Sachen. Dann kommt man mit. Hier kommt man eigentlich rauf, also da unten ist dann eigentlich die Garderobe. Und nicht wundern, wenn es noch recht halt. So, genau. Und das ist unser Vorraum. Hier ist unser neues Schlafzimmer. Und hier hinten ist auch noch ein bisschen so Abfilmplatz, ein bisschen so mein Büro. Ja, das ist jetzt mal so ein grober Einblick, dass ihr schon ein bisschen was gesehen habt. Wir finden es mega, mega schön. Wir werden jetzt heute mal alles ausmalen. Das steht an. Und Sascha wird auf jeden Fall schon mal mit seinem Papa einige Runden mit dem Bus fahren. Und dann werden schon die ersten Sachen hier reingeliefert. Aber es steht vor allem mal Ausmalen an. Hier haben wir schon überall so abgeklebt auf der Seite. Die ganzen Steckdosen entfernt. Genau, das ist jetzt mal so der Plan für heute. Und wir stehen jetzt schon mal hier auf dem neuen Balkon. Schatz, was sagst du? Krasses Gefühl so. Große Veränderung. Große Veränderung. Dann steht man da so auf dem neuen Balkon. Das ist erst die ersten Male so. Krass. Heftig.
Heftig. Es ist schon heftig. So. Ja, aber jetzt freuen wir uns so aufs Werken, gell? Das ist irgendwie auch ganz cool, wenn man so weiß, man macht irgendwie alles so selbst jetzt und macht sich einfach so sein Reich draus. Ja, jetzt heißt es richtig, ja, reinrackern. Alles, was geht, alles, was geht. Möbel schleppen. Genau, jetzt kommt der Muskelkater mal von was anderem zur Abwechslung. Und was heute so passiert, ich weiß nicht, wie viel ich mitfilmen kann, weil wenn ich dann immer voller Farbe und so bin, mal schauen. Aber ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen. So, jetzt wird schon mal die erste Farbe angerührt. Und dann geht's los. Dann wird hier mal gestrichen. So, und Sascha hilft natürlich auch fleißig mit. Wie geht's voran? Ja, es geht super voran. Also wir haben sehr viel Hilfe und ja, deswegen sind wir richtig froh darüber. Und also schaut super aus. Schulter- und Arme-Workout für heute getan, oder? Ja, kann man sagen, definitiv. Und schaut mal, hier in der Garage steht jetzt einfach so viel Zeug von uns. Da merkt man mal, wie viele Sachen man eigentlich besitzt. Matratzen, alles mögliche, Umzugskartons sowieso. Heftig, wie viele Sachen das man hat. Okay, ja, und da ist noch nicht mal alles dabei. So Sachen wie Waschmaschine und Trockner, Fernseher und die großen Schränke, also die Kleiderschränke fehlen noch. Und Sascha düst jetzt los. Ja, es geht wieder los. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ein paar Sekunden später. Das sind meine Schwestern. Paulina, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Und hier ist einmal Theresa. Hier haben wir Brötchen. Hier haben wir Brötchen. Hier haben wir Müll. Steckdosen. Für alles, was man braucht. Im Kühlschrank haben wir auch schon Nudelsalat. Hat unsere Mutter gemacht. Ist alles noch ein bisschen baustellenmäßig. Aber das wird. Ja, hier haben wir ein bisschen Schutt. Ja, ich hoffe, meine Schwester schneidet da nichts rein, weil es wäre ein bisschen peinlich. Hier haben wir Äpfel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Deutschland. Das ist halt so eine Frucht. Ach, hier haben wir Zucker. Das kennt ihr sicher. Das ist halt so ähnlich wie Salz. Nicht verwechseln, bitte. Ja, dann haben wir hier Fetzen, so alte. Das ist wirklich ein Lifehack. Ihr könnt da alte Kleidung benutzen und damit putzen. Wir machen das immer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber das ist voll der gute Lifehack, weil die würde man sowieso weghauen. Und ja, ich glaube, das war mal eine Unterhose oder so. Ich weiß es nicht genau. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, also wenn ihr fragt, was ich so mache, ich mache nicht viel. Schatz, wie geht's voran? Ja, geht super voran. Wir packen schon die Kleider in den Schrank. Und wir haben schon sehr viel erledigt, wir hatten auch sehr viel Hilfe, also mega viel Hilfe und dafür sind wir auch extrem dankbar. Warte mal, ein Hemd? Also ich habe nicht nur Sportoutfits, aber fast nur. Übrigens, da bin ich. Ich sehe immer noch aus wie, ja, vom Malen auf jeden Fall. Und ich zeige euch mal, hier werden jetzt auch bei mir schon Kartons ausgepackt und in den Schrank geräumt. Das ist so unglaublich. Ich muss euch das jetzt mal schnell erzählen. Wir waren einfach heute so fleißig. Also wir waren, glaube ich, 10 Leute, meine Familie, Saschas Familie, und wir haben so viel geschafft. Echt unglaublich. Und jetzt steht sogar schon der Kleiderschrank. Und ich kann euch mal kurz einen kleinen Einblick schon geben. Hier stehen auch schon ein paar Sachen, so Kommode und so. Hier geht es in mein Büro. Und hier geht es in den Wohnraum. Ja, ihr seht, es ist natürlich noch richtig Baustelle, das ist eh klar. Aber das Bett steht sogar auch schon, also und zwei mega. Einzelne Socken und ich weiß nicht, wo die hingehören. Ja, super. Die habe ich noch nie gesehen. Schatz, heute die erste Nacht hier in der neuen Wohnung. Jo. Mega, mega cool, dass es so vorangeht. Wie die Hosen, oder Mensch? Wie die Hosen? Das weiß ich auch nicht so genau. Die konnte man jetzt eigentlich da bei dir drunter lagern, gell? Das war super. Die Badehandtücher. Bei dir. Bei dir. Bei dir. Ich hab da eigentlich keinen Platz. Okay, bei mir. Bist du reich oder was scheppert da so? Kohle. YouTube Money regelt. Ah, es ist nur Kleingeld. Oh. Sonst wird es auch nicht scheppern. Ja. Oh mein Gott. Also, hier rein. Tada! Kommt unser Gym rein. Hier ist schon so ein Beton-Look-mäßiges Wandtapetenteil. Und hier rein kommt, ja, das Gym. Also hier werden wir jetzt so Matten verlegen. Also prägt euch diesen
ja, einen Blick nochmal gut ein, der ist nämlich bald weg. Ich bin mega gespannt. 2000 Jahre später. Ich melde mich wieder mal zurück. Ich weiß echt nicht, bei was, wann, wo, wie überhaupt ich aufgehört habe. Es ist einiges passiert, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Die fertige Wohnungstour, die kommt aber erst. Aber eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal, hierhin kommt unser Kachelofen. Ja, Sascha ist gerade am Dachboden oben. Deshalb aber, das ist so ein Eckglas. Einfach nur mega. Also da kommt so ein Feuertisch hin mit so Platten. Natürlich wird das Ganze dann noch verputzt und so. Aber wir haben heute schon das erste Mal, ja, das Feuer angemacht, damit er schön trocknen kann. Und wie es aber dann wirklich am Ende aussehen wird, das werdet ihr in einer fertigen Wohnungstour sehen, die aber noch ein bisschen dauert, weil viele andere Sachen hier zum Beispiel noch Chaos sind. Aber das Wohnzimmer, ja, hier ist soweit mal fertig. Und wie gesagt, seid gespannt, wie es weitergeht. Wir halten euch am Laufenden. Auch auf Instagram werdet ihr immer wieder Einblicke bekommen, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!